Also jetzt geht's ins Training. Hier hinter der Kamera seht ihr an dem tollen Wackeln schon, dass mein kleiner Bruder aufnimmt. Bester Kameramann EU West. Bevor wir ins Video reinstarten, habe ich richtig geile News für euch, nämlich hat heute um 12 Uhr die 20% auf alles Aktionen gestartet, wo ihr mit dem Code Jeremy auf jedes Produkt von ESN 20% spart, darunter auch Isoclear Design Away. Ihr kennt sie, ich laber nicht viel mehr, gönnt euch jetzt das Video und gönnt euch die 20%. Willkommen meine Damen und Herren zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute steht die allerletzte allerletzte Einheit, nämlich Arme an, und wir ballern heute noch richtig. Beziehungsweise eigentlich ist mein Energielevel so tief, dass die Trainings in letzter Zeit nicht mehr so geil sind. Ich habe trotzdem irgendwie Bock. Auf jeden Fall ist hier mein kleiner Bruder auch. Willst du dich mal vorstellen? Eigentlich nicht. Nein? Okay. Bevor es aber ins Training geht, gehen wir noch einen freshen Cut uns ziehen, denn diese Frisur ist alles aber keine Frisur. Bei dem da drüben auch nicht. Naja, wir fahren Bus, weil wir sind zu broke für irgendwie einen Uber oder so. Oder hast du Geld? Nee. Ja. Ich auch nicht, aber dafür habe ich einen Crank Energy und das Ding wird sich jetzt gefetzt. Also Lil Bro Justin kriegt zuerst seinen Cut, mal gucken, was da gezaubert wird. Und während er seinen Cut kriegt, bin ich hier ein bisschen mit meinem Meal Prep am Chillen. Wir haben hier ganze 35 Gramm Reis, ultimativ traurig, dafür aber auch 150 Gramm Rindfleisch und 15 Gramm Nussbutter. Das gönne ich mir jetzt dann gleich, da habe ich Bock drauf, ihr wisst's. Wir sind noch sehr tief, aber morgen, da habe ich richtig Bock drauf, morgen wird dann geladen. Da geht es dann auch ein Full Day of Eating und ich bin ultimativ gehypt drauf. Und hier haben wir auch den Meal Prep von meinem kleinen Bruder. Ja, natürlich ist für ihn nicht nötig, einen Meal Prep mitzunehmen oder so, aber ich finde es cool, ich finde es süß. Er macht so mit mir ein bisschen mit und alles. Und wir haben zusammen Essen gemacht, ein bisschen mit danach. Also alle von euch, die kleine Geschwister haben, ihr werdet es fühlen. Ist cool. Aber jetzt geht's ans Essen. Gebt euch einmal, wie wenig Reis das ist. Das ist so ehrenlos. Und hier haben wir Meal Nummer 2. Was unglaublich underrated ist, ist Fleisch mit Nussbutter, Hühnchen oder auch Rindfleisch mit Nut Butter. Ist irgendwie, man kommt gar nicht drauf, man denkt, das ist richtig ekelhaft, aber das ist richtig geil. Der Kleine wurde gefinished. Wie gefällt's dir? Ja. Wie gefällt's dir? Ja, da, perfekte Reaktion. Jetzt wird noch gestylt. Oh shit. Zufrieden? Ja. Toll. Jetzt bin ich dran und ich glaube, ich habe es auf jeden Fall bitter nötig. Jetzt wird der Showcut gemacht. Let's go. Hier noch ein Bevor. Fresh. Sieht gut aus. Ist gut für dich. Perfekt, danke. Also jetzt geht's ins Training. Hier hinter der Kamera seht ihr an dem tollen Wackeln schon, dass mein kleiner Bruder aufnimmt. Bester Kameramann EU West, sage ich euch so, wie es ist. Kinderarbeit on top. Das ist der letzte Tag ohne Kohlenhydrate. Irgendwie ein bisschen schade, dass wir morgen kein Training haben, weil wir morgen Kohlenhydrate reinkriegen, aber scheiß drauf. Es wird geil. Es wird geil. Ich hab Bock aufs Training. Aber Leute, ich bin euch ganz ehrlich, jetzt hier aktuell. Ihr seht, es geht so ganz bisschen hoch, nicht mal wirklich hoch. Und ich struggle einfach alleine zu laufen. Dieses Energielevel ist bodenlos. Es ist wirklich bodenlos. Wenn ihr das sehen könnt, mein kleiner Bruder läuft rückwärts. Ist schneller als ich, muss die ganze Zeit auf mich warten, weil ich so langsam bin im Laufen. Es ist bodenlos. Wir kommen nach Hause. Was macht er? Er holt sich direkt seine Ninja Creamy Ice Cream raus. Ich habe euch gesagt, das Ding ist geil. Das Ding ist einfach geisteskrank. Gönn dir. Ich gönn mir aber auch, für mich gibt es jetzt nämlich den Crank Pump Pro im Strawberry Kiwi Geschmack, den besten Geschmack. Ich glaube, das Ding ist zwar immer noch ausverkauft, ihr könnt dann mit Cherry Cola gehen, das ist der zweitbeste, aber das Ding ist einfach geisteskrank, darum auch die ganze Zeit ausverkauft. Und dazu gönne ich mir sogar noch mehr, nämlich einen Crank Energy. Ich liebe die Scheiße und es ist einfach die perfekte Pre-Workout-Kombo. Das wird jetzt reingezogen. Und einen kleinen extra Scoop.
Bevor es aber ins Training geht, muss ich euch zeigen, was heute bei mir in der Post angekommen ist. Guckt euch das einfach an. Crank Olympia 2.0. Alter, das Ding ist absolut geisteskrank, Leute. Der Crank Olympia war der beste Booster, den ich jemals hatte. Und jetzt gibt es einmal die Version 2 davon. Ich nehme den heute jetzt noch nicht, weil ich mir das aufsparen will auf einem Mal, wo ich ein absolut geistkrankes Training brauche. Wahrscheinlich nach dem ersten Wettkampf, das erste Training, wird sich das Ding gefetzt. Aber heute, es ist schon zu spät. Wir haben schon 17 Uhr irgendwas. Und ich könnte dann nicht mehr schlafen, wenn ich das Ding nehmen würde, weil es so stark ist. Das ist so geistkrank. Der kommt nächsten Mittwoch 18 Uhr raus. Also kurz vorweg, der Crank Olympia 1, also der Original Crank Olympia, der war innerhalb von unter 8 Minuten ausverkauft. Tragt euch bitte wirklich im Kalender ein, falls ihr das Ding holen wollt, und glaubt mir, ihr wollt das Ding holen. Nächsten Mittwoch 18 Uhr. Und außerdem wird es mit dem Code Jeremy darauf auch noch 20 oder sogar 25% Rabatt geben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tragt euch in eurem Kalender ein. Nächsten Mittwoch 18 Uhr Crank Olympia 2.0 Release. Haircheck, aber jetzt geht's wirklich ins Training. Competition, but if you go against me, you the opposition. But if you want to test, look like you could close the distance. I'ma give an A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back. Let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself. That's a bad decision. I don't see no one in front of me. You is a ghost. You ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't. They doing the most. Whoa, chasing my go. Gotta get go. Already. Go. Not selling my. Go. You on the. Go. Y'all moving. Go. Ready to. Go. Whoa. Und das war's mit dem letzten Training. Ich hoffe, ihr habt's geil gefunden. Ich hab's auf jeden Fall geil gefunden, beziehungsweise ich habe mich irgendwie durchgekämpft, aber jedes Mal, wo ich mich dann selber in dem Spiegel gesehen habe, hat sich's wirklich geil angefühlt. Also ich bin euch ehrlich, ich finde die Form gerade aktuell ultra geil, ultra nice. Und es hat sich einfach gut angefühlt, sage ich euch ganz ehrlich. Hat sich einfach gut angefühlt. Ich glaube, ich muss euch gar nicht mehr sagen. Aber nach dem Training gibt's wie immer natürlich direkt einen lecker Schmecker. Isoclear, um die Gains zu safen, um die Proteins reinzukriegen, um die Muskeln, die wir im Training aufgebaut haben, auch zu speichern, beziehungsweise um in der Diät die Muskeln nicht zu verlieren, denn wir wollen wirklich keine Muskeln verlieren. Und ich hab's hingekriegt, in der Diät jetzt hier in dieser Wettkampfdiät wirklich gar keine Muskeln zu verlieren und eigentlich auch gar keine Kraft zu verlieren, einfach weil ich mich wirklich darauf geachtet habe, immer schön meine Proteins zu decken, immer nach dem Training, jeden einzelnen Tag meine 180, 190 Gramm Protein reinzukriegen. Und das ist auch wirklich das Wichtigste für eine Diät, was ich euch mitgeben kann. Guckt, dass ihr eure Proteins deckt. Im Aufbau müsst ihr eure Proteins auch decken, weil sonst baut ihr keine Muskeln auf. Aber in der Diät verliert ihr Muskeln. Verliert ihr nicht euer Körperfett, wenn ihr eure Proteins nicht deckt. Natürlich müsst ihr auch noch hart trainieren, das ist klar. Ich glaube, den Punkt, den ist ein bisschen offensichtlich. Aber wirklich viele Leute wundern sich, ey, wieso verliere ich in der Diät meine Muskeln? Ihr deckt eure fucking Proteins nicht. Natürlich verliert ihr eure Muskeln. Aber da nochmal Anmerkung. Nein, ihr müsst nicht 8 Isoclears am Tag trinken, um eure Proteins zu decken, sondern ihr könnt auch gut 1, 2, vielleicht wenn ihr Bock habt, 3 Isoclears am Tag trinken und dann noch Hühnchen essen, Rindfleisch essen, Magerquark essen, Eier, was auch immer. Hauptsache, ihr kommt wirklich immer schön auf eure Proteins und ihr habt nach dem Training direkt Proteins. Und somit, Prost! Leute, ich
Alter, ihr glaubt mir das nicht. Ich habe gerade die Nachricht von Johannes gekriegt. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Ich freue mich gerade ungelogen, wie so ein kleines Kind, das so Geburtstagsgeschenk und Weihnachtsgeschenk gleichzeitig gekriegt hat. Ich habe von Johannes eine Nachricht gekriegt. Also erstens, hör dich das mal an. Ja, du hast so geile Beine von vorne, auch von der Seite. So, ja, das hast du super gemacht. Ich habe erstens mal ein Kompliment von Johannes gekriegt. Das ist selten und das freut mich. Und was mich noch mehr freut, Jeremy Ladeplan. Der Ladeplan ist da. Wir haben in der ersten Mahlzeit 100 Gramm Reis. Leute, das ist mehr Reis, als ich aktuell am ganzen Tag esse. Ich esse über den Tag verteilt, lass mich das ausrechnen. Ich esse über den Tag verteilt aktuell 91 Gramm Reis. Und in der allerersten Mahlzeit haben wir 100 Gramm Reispudding. In der zweiten Mahlzeit haben wir 100 Gramm Reis. Wir haben in jeder Mahlzeit. Wir haben fünf Mahlzeiten mit je 100 Gramm Reis. What? Alter! Das ist das Sechsfache von dem, was wir jetzt haben. Wie crazy geil ist das? Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann. Ich habe so eine Vorfreude jetzt auf das Essen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Bewusstsein, dass ich morgen das alles essen darf, einschlafen kann. Ich habe schon so Vorfreude. Wow! Alter, wie geisteskrank. Auch wenn wir jetzt gerade von Johannes 500 Kohlenhydrate morgen gekriegt haben, ist jetzt heute die letzte Mahlzeit eine No-Carb-Meal. Wir haben heute gar keine Kohlenhydrate mehr. Dafür haben wir aber Fleisch und 3 Eier, was auch sehr lecker ist, bin ich euch ganz ehrlich. Ich mag auch No-Carb-Meals. Ich liebe Kohlenhydrate, vor allem aktuell ist das genau das, was mich mein Leben erfüllt. Aber auch einmal mal ein geiles Stück Rindfleisch mit Eiern ist ein geiles Meal. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass diese Wettkampfvorbereitung jetzt eigentlich durch ist. Beziehungsweise sie ist noch nicht durch, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass jetzt der härteste Teil durch ist. Weil wir haben jetzt die Kohlenhydrate und jetzt soll eigentlich der Fun-Part kommen von wir laden und nach dem Laden stehen wir dann auf der Bühne, reißen die Scheiße ab und danach gibt es dann noch irgendein Meal danach, obwohl das Meal danach, hat Johannes gesagt, darf ich nur eine Kartoffel und Rindfleisch haben, weil wir es nicht übertreiben wollen, okay. Aber das soll jetzt eigentlich ja, also eigentlich ist es jetzt durch und da bin ich sehr froh drum, denn das hat mich wirklich auseinandergenommen. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas Hartes gemacht und es ist krass und ich bin froh, dass ich durchgezogen habe, aber ja, ich bin froh, dass es jetzt geschafft ist, dass ich es durchgestanden habe. Aber ich habe es noch nicht durchgestanden. Eigentlich bin ich noch nicht auf der Bühne gestanden, also habe ich es eigentlich noch gar nicht durchgestanden. Auf jeden Fall gibt es jetzt Fleisch. Ich hole mir meine abendlichen Subs noch, die habe ich nämlich in meinem Zimmer. Bin gleich wieder hier. Ich bin wieder back mit Subs. Wir haben hier nämlich Magnesium, Ashwagandha, D3K2 und auch Omega-3. Ja, rein da. Und wisst ihr, was wir machen? Machen wir jetzt einfach das Ei zu dem Rindfleisch dazu. Und kurzer Reminder, denkt an euer Kreatin. Keine Ahnung, wieso mir das gerade eingefallen ist, aber vergesst es heute nicht. Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Idee war. Egal, wird sie jetzt gegönnt. Naja, also das hätte, irgendwie hätte ich das schöner hinkriegen können. Tipp von mir, macht Ei und Rind separat oder nacheinander. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sogar zurücknehme. Es schmeckt ultra geil, irgendwie. Sieht zwar nicht so sexy-maxy aus, aber schmeckt. Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, etwas, was ich am absolut krassesten gefunden habe an dieser Wettkampfvorbereitung, ist nicht die Wettkampfvorbereitung, sondern seid ihr. Dieser Support von euch, diese Kommentare, diese Nachrichten auf Insta und alles, es ist wirklich unglaublich, wie viele von euch mich da unterstützen und auch die ganzen Bestellungen bei ESN mit meinem Code. Es ist wirklich krass, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass ich so viel Support von euch kriege. Da wirklich einen dicken Kuss raus, also wirklich danke vielmals, es ist unglaublich. Und wer von euch hat den Full Day of Eating auf Reisen nach Berlin gesehen? An euch habe ich einen Easter Egg, maximal ein Ei am Tag. An alle, die dieses Video gesehen haben, ihr werdet es checken. An alle anderen, ihr werdet verwirrt sein. Aber Real Talk an dieser Stelle, ich würde jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt empfehlen, mindestens 3 Eier jeden Tag zu essen. Egal was ist, auch wenn ihr vegan seid. Okay, ich genieße meine letzte No-Carb-Mahlzeit jetzt. Danach geht's für mich pennen und wir sehen uns morgen. Peace out.